Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin tatsächlich vor ungefähr einer Minute aus dem Bett gekommen. Das ist also wahrscheinlich der tollste Moment, um direkt ein Video aufzunehmen. Okay. Subs. Heute geht es um die Morgenroutine. Das heißt, wir machen uns jetzt erstmal den guten Morgendrink. Collagen Pro. Probiome. Dazu gibt es noch, wo ist er? Der Hellburner. Hier. Noch Hellburner in den Kopf. Sind übrigens gerade im Angebot. Alle gold-schwarz-roten Produkte sind im Angebot. Also auch das hier. Ihr versteht? Schwarz-rot und Gold im Angebot. Salz brauchen wir noch. Und dann machen wir heute mal eine Runde Cardio zusammen und vor allem dehnen wir uns. Ihr habt euch gewünscht, dass wir eine kleine Dehnroutine machen und genau das machen wir heute. 3 Gramm, 4 Gramm, das ist gut. Wer es verpasst hat, Kollagen trinke ich morgens wie in dem Knie. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben oder hier oben, eins von beidem. Könnt ihr draufklicken. Ich hatte die Knieverletzung durchs Training und dann mussten da ein paar Maßnahmen eingeleitet werden. So, jetzt kommt das Probiome hier rein. Im Geschmack Bubblegum, habe ich mir gewünscht, das ist richtig lecker. Zack. Nee, warte. Das kommt hier drauf. Und da im Geheimfach die Kapseln. Das geht da drauf. Und noch Hellburner. Oh, scheiße. Oh, das fängt ja schon mal gut an. Also ein typischer Morgen halt. Machen jetzt danach gleich unser Frühstück ready, dass das schön durchzischeln kann, während wir auf dem Kardiogerät sitzen. Also, ich schau mal, wie herrlich das aussieht. Wenn man hier rausguckt, da kann ich mich nicht satt sehen. Da aus dem Wohnzimmer, ist richtig schön. Wollen wir das noch rein haben? Pilze. Pilze ist gut. Pilze haben nicht viel Kalorien. Hier haben wir übrigens Eiklar gekauft, Leute. Das sind 30 Eiklar, also 1 Liter für 2,60 Euro. Echt günstig. 2 Eiers. Das ist gut. Jetzt kommt da noch Gewürze drauf. Wir haben hier so ein geiles Montreal-Steak-Gewürz von Sergio, war das, ne? Sergio hat uns das mitgebracht. Das ist ziemlich cool, da ist Pfeffer drin und Salz und noch andere so komische Gewürze. Aber das macht das Ei relativ interessant morgens. Dann haben wir hier noch Ölspray. Und das köchelt jetzt vor sich hin. Ich habe da so ein bisschen Wasser rein. So, das kann jetzt auftauen. Und brutzelt gleich mal so 5 Minuten vor sich hin. In der Zwischenzeit trinke ich hier die 1,5 Liter leer und begebe mich zum Zähneputzen ins Bad. Und dann kippe ich das Eiklar drauf und dann bin ich ready fürs Cardio. Und dann machen wir heute mal 30 Minuten und schauen uns irgendwas Schlaues von, was man heute ist, Dr. Mike Israel dran. Nicht jeden Tag. Nein, manchmal gucke ich auch andere unnötige Sachen, aber da kann ich was lernen. Das ist immer ziemlich interessant. So die neuesten Studien, der Scheiß und so. Aber eher im praktischen Sinne und nicht nur so theoretisch. Okay, Dr. Mike Israel verlinke ich euch unten mal in der Beschreibung, falls ihr andere coole YouTube-Videos sehen wollt. Immer ziemlich viel interessantes Zeug dabei. Cheers.
kurz absetzen. Perfekt. Heute geht's beim Herrn Dr. Mike Israetel um ein Rückentraining. Die sind da gerade im Torja Gym in Las Vegas. Wenn der noch in Vegas ist, wenn wir da sind, wäre das richtig geil. Ich würde voll gerne mal mit ihm trainieren. Ich suchte seine Videos wirklich schon lange. Fanboy. Ja. Jetzt machen wir hier noch ein paar Minütchen. In der Zwischenzeit gucke ich noch, was meine Patienten so machen. Dann gibt es schon Frühstück. Ach nee, wir dehnen uns noch. Bin jetzt schon wieder etwas wacher. Ich lebe langsam wieder. Zielpuls so um die 120. Machen wir gemütliche 30 Minuten. Auf dem Plan stehen 20. Aber ich muss gestehen, wir bewegen uns hier so durchschnittlich ein bisschen weniger als sonst. Heute vor allem, weil heute sind die ersten Pläne dran für die Challenger, für unsere 12 Wochen Prep with Me. Die machen wir heute ready, das heißt, wir werden relativ viel sitzen. Ich denke, nach dem Gym werde ich auch noch mal ein paar Minütchen auf dem Laufband laufen für die Schritte. Und dann wird heute straight gearbeitet bis heute Abend, würde ich sagen, die nächsten Tage. 17. geht's los, 17.06. Da muss alles ready sein. In der Zwischenzeit, das sollten wir denen auch erklären, dass sie jetzt gerade noch 20% auf fast alles kriegen, wenn es um Subs geht. Gerade mit den Hellburnern und so für die Diät. Was denkst du? Ja, macht Sinn. Yes. Die Wahrheit ist gelüftet. Wie sieht Mikes Unterschenkelhaut aus? Ganz weiß. Ja. 30 Minuten und 15 geschafft, 126er Puls, 260 Kalorien, bisschen sweaty, genauso soll das sein. Perfekt. Es gibt noch ein paar Dehnübungen und will schon mal vorweg sagen, das sind Dehnübungen, die vor allem mir gut tun. Ich mache vor allem viel für die Beine, für den Hüftbeuger, ein bisschen was für den Rücken, Vakuum, so ein paar Sit-Ups. Also nichts wahnsinnig Spannendes, aber trotzdem, wir gehen jetzt mal alle gemeinsam durch. Ich glaube, meine Frau platziert irgendwo die Kamera und dann machen wir eine kleine Runde Dehnen zusammen. Dauert so 15, 20 Minuten. Meistens, wenn du das jeden Tag machst, dann kommst du eigentlich ganz gut rein. Wichtig an der Stelle, und das werde ich nicht währenddessen sagen, sondern die Essenz beim Stretching liegt nicht am Stretch selbst, also die Position, sondern ich habe gemerkt, dass wenn ich auf meine Atmung achte und jedes Mal, wenn ich ausatme, versuche extra locker zu lassen, kurz in dieser Position zu verharren, und ich merke, dass bei jedem Mal ausatmen ich so ein Stück tiefer komme, ohne aktiv in die Dehnung zu drücken. Das ist ganz wichtig. Also die Entspannung während des Dehnens ist viel wichtiger als die Dehnungsposition an und für sich. Okay, gehen jetzt auf die Couch und dann legen wir los. Kurz mal nach dem Ei gucken. Das ist jetzt auf Stufe 2 quasi diese 30 Minuten da drauf gewesen. Das sieht doch mal gar nicht schlecht aus. Das muss ich ein bisschen ablösen. Gucken wir mal, ob wir das nochmal gedreht bekommen hier. Sieht ein bisschen spannend aus. 1, 2, hoppla. Hervorragend. Perfekt. Jetzt bleibt es hier auf die Herdplatte. Zischelt noch ein bisschen durch, wie mein Vater sagen würde. Und dann ist es gleich durch, warm und ready fürs Frühstück. Stretch number one ist für mich der wichtigste. Vor allem für den unteren Rücken. Der Hüftbeuger. Der setzt quasi in der Hüfte an, da hinten durch und geht quasi in den Oberschenkel. Das ist dieser Teil, der die Mitte des Quadrizeps so ein bisschen spaltet. Und wenn der Zug bekommt, dann rutschen wir so ein bisschen nach vorne in die Hüfte und gehen ins Hohlkreuz, um das zu kompensieren. Also der Po steht so ein bisschen mehr hinten raus, wie so eine Ente. Und wenn ich das schön aufdehne, dann wird mein Becken gerade und mein Hohlkreuz weniger.
Und ich merke das auch vor allem, wenn ich viel gehe, dass der Rücken weniger schnell zugeht. Natürlich ist jetzt auch durch die Diät weniger Kohlenhydrate und Körpergewicht sinkt. Das tut meinem Rücken auch sehr gut. Je weniger Druck von oben drückt, desto besser. Das machen wir jetzt mal ein paar Minuten links, rechts. Dann machen wir ein piriformes Stretch. Es ist ein Muskel über den Po, dass wir den Gluteus ein bisschen locker kriegen, der übrigens auch am unteren Rücken zieht. Das ist auch der Grund, wieso wir uns heben können bei Hyperextension, weil auch der Glut Einfluss auf die Rückenstreckung hat in gewisser Weise. Ist der dicht, dann hat man viel Druck im unteren Rücken. Dann machen wir noch ein bisschen den Beinbeuger auf, den unteren Rücken. Also wir beugen uns dann einfach nach vorne, relativ breiter Stand. Und dann machen wir das. An der Stelle bitte nicht vergessen, wenn ihr die Videos feiert, ihr dürft immer gerne in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Wir sind ständig dabei, coole Themen für euch zu finden, vor allem jetzt in der Wettkampfvorbereitung, die interessant sein könnten. Ihr könnt euch mit Sicherheit vorstellen, dass es viele Dinge gibt, die für mich absolut normal sind, zu meinem Alltag gehören, zu meiner Routine, worüber ich teilweise gar nicht mehr nachdenke, die für euch aber tatsächlich super hilfreich sein könnten. Ich mache euch ein Beispiel hier mit dem Ei zum Beispiel, wenn wir jetzt Cardio machen, dass es quasi schon fertig ist, wenn ich fertig bin, dass ich mich jetzt danach nicht nochmal extra hinstellen muss und nochmal extra 15 Minuten kochen oder 20. So kleine Sachen. Für mich spulen, sind die ganz normal. Morgens schlafe ich noch halb, wenn ich in der Küche stehe. Aber für euch ist das vielleicht eine coole Sache. Deswegen einfach immer gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr wollt und mich ein bisschen unterstützen wollt, ihr dürft immer gerne die Videos liken und den Kanal abonnieren. Ich denke, da kommt jetzt relativ viel cooles Zeug bis zur Olympia. Danach wird es ja auch noch weitergehen. Wie ihr die letzten Jahre bemerkt habt, ist dann nach der Olympia nochmal ein paar extra Wettkämpfe. Da kommen noch einige, also Arnolds zum Beispiel findet noch statt. Ja, da werden wir in Shape bleiben. Noch ein bisschen Wettkämpfe machen, denke ich. Oh Schatz, ich habe gerade auf Instagram gesehen, Dominik Woiwert macht sein Debüt in der Classic. Krass, Mann. Ich sehe gerade ein Video von ihm, der ist richtig gut in Shape. Dominik und ich, wir haben vor, Moment, 6 Jahren, waren wir zusammen auf einem Wettkampf, tatsächlich in derselben Klasse. Das waren die allerersten NPC Pro Qualifier, die es überhaupt gab. Und das war in England, da wurde ich Profi. Und Dominik wurde ganz, ganz knapp Zweiter hinter mir. Das war echt eine knappe Geschichte. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der in der Classic aussieht. Also Form bombastisch gut. Und der muss noch einiges an Gewicht runter. Ich habe gerade ein Video gesehen von Bodybuilding Without Borders. In Shape, also crispy, brutal, und da muss er noch 7 Kilo wegmachen. Das wird echt schmerzhaft. Klar, mit Wasser kriegt man noch mal ein paar Kilo extra raus. Wenn man abführt, kriegt man noch mal ein bisschen Gewicht raus. Watercut und sowas. Aber 7 Kilo in der Woche ist schon, da hätte ich nicht so Bock drauf, Mann. Ich weiß, wie hart das ist. Fuß kommt hier hoch, rechter Winkel und dann lehnen wir uns da drüber mit möglichst geradem Rücken. Und wenn euch der Arsch wehtut, dann ist es genau richtig.
Vakuum gehört zur Routine morgens. Das sorgt dafür, dass ich die Bauchkontrolle besser halten kann. Den Muskel, den man trainiert, der den Bauch nach innen zieht, wird stärker. Und je stärker der Muskel ist, desto leichter kann man den Bauch einziehen. Außerdem hilft das bei der Kontrolle, dann, wenn man auf der Bühne ist, dass man schönes Vakuum ziehen kann. Und scheinbar soll es die Hüfte etwas schmaler, tighter und fester halten. Ich habe dafür noch meinen Waist Trainer, der ist übrigens wieder unterwegs, habe ihn bestellt in einer noch besseren Ausführung. Wir haben ein paar Dinge verändert. So in knapp 4-5 Wochen sollte der wieder verfügbar sein. Ich habe jetzt auch gerade noch den letzten Waist Trainer überhaupt. Der ist schon ewig alt. Da muss ein neuer her. Die ganz, ganz neue Version. Wir machen jetzt noch ein paar Sit-Ups. Ich habe jetzt seit 7 Jahren keinen Bauch mehr trainiert. Ich mache nur so ein paar Wiederholungen morgens, dass ich einfach die Kontrolle, also die Verbindung vom Gehirn zum Muskel nicht verliere. Anfangs war das richtig schlimm, da habe ich richtig gezittert und die Kontrolle war einfach weg. Und jetzt mittlerweile wurde es ein bisschen besser. Also ich mache das immer so, kein richtiges Bauchtraining, so ein paar Sit-Ups. Und dann bin ich eigentlich good to go. Ich habe jetzt auch schon langsam echt Hunger. Man ist schon knapp eine Stunde hier rum. Machen wir schon noch ein paar Sit-Ups fertig und dann gibt's Happa Happa. Das gehört übrigens nicht zum Frühstück, aber nach dem Frühstück bleibe ich immer gerne am Essenstisch sitzen. Mach noch ein paar Sachen am Handy, bis wir dann ins Gym gehen, deswegen richtig die Sachen lieber jetzt. Die 40 Gramm Whey Selection, zack, Salted Caramel. Auch übrigens in dem Angebot. Da gibt es 20 verschiedene Geschmäcker. Hier kommt auch nochmal eine Ladung Salz rein. So. Aktuell benutze ich echt viel Salz, muss ich sagen. Was brauchen wir noch? Epic Pump brauchen wir fürs Pre-Workout. Noch ERAs. Und Leute, ich habe die absolute Geheimwaffe gegen Krämpfe. Das hier, Elektrolyt und pH-Komplex. Wenn ich mal richtig hart trainiert habe und mich gut aus dem Leben geschossen habe, kriege ich immer so eine Stunde nach dem Training Krämpfe, egal in welcher Muskelgruppe. Und so 4 Kapseln davon weg. Dauert so 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten und dann sind die weg. Richtig geiles Zeug. Habe ich mir schon als Post-Workout gepackt. Hier sind die Subs für heute nach dem Frühstück, Pre-Workout im Laufe des Tages und bevor ich schlafen gehe, da ist alles drin. Den Supplement-Plan übrigens, ich habe euch den kostenlosen Ready gemacht, den findest du unten in der Beschreibung. Also wenn du nicht genau weißt, falls du noch was brauchst oder wie auch immer, da kannst du draufklicken und dann kannst du dir den ganz easy runterladen, absolut kostenlos. Außerdem verlinke ich dir hier oder hier oben mal mein Supplement-Video zur Diät. Also alle Supplements, die ich benutze, die ich bestellt habe, inklusive Fettburner, Protein, Gesundheitssupplements, findest du in dem Video. Genau. Das brauchen wir gleich. Ich brauche nur 20 Gramm ERAs. Yummy ERAs im Eiscandy-Geschmack. Eisbonbon-Geschmack. Ultra geil. Jetzt wahrscheinlich so 2-3 dicke Scoops. Dass wir so 20 Gramm haben. Ja, noch 4 Gramm brauchen wir. Zack. Ein bisschen Salz brauchen wir auch hier. So 4 Gramm werden wir schon brauchen. Allein im und nach dem Training habe ich bestimmt 7 Gramm Salz oder so. Ich muss auch gestehen, das macht einen richtig schön voll. Also man kriegt einen viel, viel geileren Pump. Mein Intra, 2,5 Liter. Und ja, Epic Intra gibt es nicht mehr. Ich darf keine Intra Cups mehr konsumieren. Deswegen extra Elektrolyte, extra ERAs. Das könnt ihr euch alles sparen, wenn ihr euch den Epic Intro zulegt. Da ist nämlich alles drin in einem Produkt.
aber weil wegen Kohlenhydraten, ihr wisst ja. Okay. Intra. Post. Gibt es eine Packung Reiswaffeln. Das sind so ganz vier, ganz, ganz flache Reiswaffeln drin. Das gibt es fürs Frühstück und das machen wir jetzt auch ready. Zack. Zack. Auf jede kleine Reiswaffel kommt so ein Schinken-Ei. So. Frühstück gibt's, wir haben hier Guacamole gefunden. Ziemlich cool. Schon gewürzt, alles drum, alles fertig. Relativ günstig. Guacamole ist aus Avocado gemacht. Also es gibt Ei, Avocado und Reiswaffeln. Das ist übrigens mein Entwurf für meinen neuen Trainingsplan. Das wird wahrscheinlich ein Dreier-Split plus Oberkörper, Unterkörper. Ich denke, das könnte eine gute Lösung sein. Ich habe mir mal das ganze gesamte Volumen aufgeschrieben an Sätzen für die Brust, für die Beine, für jeden Muskel. Sieht nicht schlecht aus. Rücken hätte ich 13 Arbeitssätze, Brust 15, Schulter 13, Quad 15, Hams 14. Also, ne, sieht nicht schlecht aus. Wenn ihr dazu mehr sehen wollt zum neuen Trainingsplan und wie ich das angehe und wie ich das plane, bitte unten in die Kommentare schreiben. Das war's jetzt. Meine Frau kriegt schon einen ganz grimmigen Look. Die hat nämlich Hunger. Die ist extra früh aufgestanden, dass sie das Video hier drehen kann. Danke an der Stelle, Frau Sommerfeld. Dann würde ich sagen, wir beenden das Video. Nicht vergessen, bei Peak vorbeizuschauen. Ihr könnt auf fast alle Produkte 20% sparen. Ganz wichtig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis dann, macht's gut.